Hey und herzlich willkommen zu Itilio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und heute will ich euch schnell zeigen, wie ihr die Tenant-ID eines beliebigen Mandanten in Sekundenschnelle herausfinden könnt. Die ID benötigt man des Öfteren mal, zum Beispiel für PowerShell-Skripte, Anwendungsregistrierungen oder Lizenzbuchungen bei Partnern. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, dass man die Tenant-ID ja eh im Azure AD Admin Center einsehen kann. Wenn man aber mal nicht warten will, bis man sich dort angemeldet hat und MFA bestätigt hat, oder wenn man wie ich an vielen verschiedenen Tenants arbeitet, kann es schon mal praktisch sein, die ID auf direktem Weg zu bekommen. Dazu gibt es die Webseite whatismytenantid.com. Hier könnt ihr einfach die Domain eines Tenants eingeben und sofort die ID einsehen. Wenn wir zum Beispiel mal nach cloudoncovered.de suchen, erhalten wir sofort die Tenant-ID. Im Hintergrund wird ganz einfach eine Web-Request an den Login-Service von Microsoft mit der jeweiligen Domain geschickt. Die Antwort darauf enthält die Tenant-ID, welche schließlich ausgegeben wird. Ein kurzer Blick ins Azure AD bestätigt auch, dass die ID korrekt ist. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das Portal kann dem einen oder anderen unter euch helfen, vor allem denen, die häufig zwischen verschiedenen Tenants hin und her wechseln. Abonniert unseren Kanal für mehr schnelle Tricks, längere Tutorials und aktuelle News zu Microsoft-Lösungen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.